Und nun, was ist nach dem verbrannten Erde? Mein herrliches Land zwischen Tigris und Euphrat. Die fruchtbare Erde, voller Märchen, Lieder, Mystik. Abende mit Nachbarn, Freunde, unter Sternhimmel, zirpenden Grillen und reichlich Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Alles dahin. Alles dahin. Alles dahin? Ist es möglich, eine 7000-jährige Geschichte und Leute so einfach zu zerstören? Wer hält sie auf? Wann? Wann? Hallo? Hallo, Shlomo? Ah, Rimoni Faridava. Ey, der Boad. Tamam, alhamdulillah, ماشي الحال. هاتوا من اخبار دخو. لا هاوي قورو سيدي اخو. مسكين يعدو هاني هنو بوسفو داني النازحين واني بهدلي على جاني بخيام بسوريا مساكن بهدلي يعدو نعم مجرمين لا نعم يعني حاريو نروح هلا انا وهي عند جاندا عند يكون تنصور جاندا تصور هلا كمان بس هيك شيء ثلاث اربع دقائق لقينا على سوريا عشان نسألهم يعني انه هيك مثلا الوضع شلون وفلان حكيته مع أنا أول شي ريموت أول لقط يعني قال بناتك 14 قال ما بقى نستغني نبعث أولادنا بدو روحوا لازم تروحوا معهم مجبورين أنت لما يصير يخطف هو وأمن أولاده هاي المشكلة هذيك المرة حاولوا إذا مسلحين بدنا فدية بدنا مصاري وقالوا العالم مو تسمعي غير ثلاث أربع عائلات ورا بعض ورا بعض كلهم عم يطلع ياخذوا انتم بس ما تطلعوا انتم آخر الناس قلنا لي نطبخة على المهل ياخذوا تنشوف أهم الطبخة بتبدأ تستوي ني vor zwei Wochen war das habe ich mit meiner Schwester gesprochen also telefoniert und sie meinte die Situation war sehr sehr schlimm das war so zufällig ich habe so spontan angerufen Es hat geklappt und dann
Sie hat mich gefragt, ah, hast du das gehört, was passiert gerade in unserem Viertel, in unserer Straße? Dann habe ich gedacht, nein, was ist los? So ein Bus ist gerade bombardiert mit TNT und viele Verletzte waren auch dabei, viele tote Menschen, und das war so traurig. Und sie meinte, das Haus von meinem Onkel auch ist alles, also Glas und die Türen sind alle runter. Aber Gott sei Dank, keiner war zu Hause und die waren alle betroffen. Und die Leute wissen nicht, wohin, warum. Weil die haben vor einer Woche auf die Wände geschrieben, wir wollen bombardieren. So, die Wände von Schulen, überall, Straßen. Damit bleiben die Menschen unter Angst. Geschafft. Ein bisschen haben wir noch Zeit. Ja. Wir haben gerade bei Farida gefilmt, wie sie sich geschminkt hat. Und so. Ja, ich habe mir überlegt und ich finde es das toll, dass ihr das irgendwie so schnell geschafft habt, heute noch vorbeizukommen. Ja. Aber ich glaube, wir sollten den Film noch ein bisschen, ja, inhaltlich ein bisschen vorbereiten, beziehungsweise ja, irgendwie zu überlegen, irgendwie welche Frauen wir irgendwie noch mit ins Boot kriegen, die auch irgendwie, ne, sich filmen lassen. Ich habe eine Idee, ich glaube, Frau Pham kennen wir in dem Film. Ach so, die kommt aus Vietnam. Vietnam, genau. Die ist sehr toll, die finde ich. Ja, eine tolle Frau. Ja. Okay. Was meinst du? Doch, doch, auf jeden Fall. Ja. Also Frau Pham kenne ich auch. Ich finde, die ist so eine aktive Frau. Ich habe dann noch eine Frau aus dem Libanon, die kommt ehemals aus dem Libanon und die heißt Fatme Yab. Das ist eine Landsfrau von dir vielleicht. Ja, aber die finde ich irgendwie total toll. Das ist auch so eine Frau, die ganz, ganz viel Kraft und Power ausstrahlt. Ich habe dann noch an eine weitere Familie gedacht, an Familie Arifi, im Besonderen da an Raza. Du kennst sie? Ja, okay. Und ich habe, wie gesagt, ich habe da an Raza gedacht und an ihre beiden Töchter, Mahmoudia und Figretta. Ne? Die finde ich irgendwie sehr auch beeindruckend. Also wichtig finde ich bei denen auch, die sind schon total lange hier in Deutschland, noch länger wieder wie du und mit deinem Mann. Ja, und sie sind eben auch geduldet und kämpfen auch immer ständig noch. Ne? Gut, ich denke, dass wir jetzt relativ viele Frauen schon genannt haben. Da könnt ihr ja erstmal mit anfangen. Es gibt ja so viele, viele tolle Frauen hier in Cuxhaven und die haben alle so spannende Geschichten. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht alle damit hineinbekommen. Ich bin Pham, ne? Ich komme aus Vietnam. Ja. Wie lange bist du hier in Deutschland? Seit 29 Jahren schon. Ja. In 1975 mein Land ist Kommunist geworden. Und dann wir bekommen von wir sind Republik. Und dann wir dürfen nicht mehr in mein Land leben. Zum Beispiel wenn wir Kinder haben oder wenn wir vorher arbeiten mit der Republik. Und selbst wir bekommen keine Arbeit und Kinder bekommen keine Schule. Dann von dort, wir mussten weg von Vietnam. Wir sollten richtig Boat People, ne,
im Meer, ne, gehen. Keine Flugzeug, keine, keine Passport, keine, wir verloren alles mit einem kleinen Boot. Viele Leute da und wir sind ungefähr ein Drittel Leute tot im Meer. Ich ganz großer Hass von Krieg. Das war bei meinem Land, ne? So lange Krieg. Immer mein Land ist kleiner und immer die große Land wollen mein Land haben und sie machen das, sie machen das, sie machen alles so schlecht. Nicht nur meine Familie, sondern mehrere Familien so arm gehabt, aber zum Beispiel meine Familien, meine Mutter hat nur drei Kinder und mein großer Bruder war bei Soldaten gewesen und tot. Und war gestorben bei Krieg. Und ich bin noch kleiner und ich bekomme keine Essen, keine Kleidung. Und meine Freunde, ne, die großen Mädchen, zu mir gesagt, wenn du zu viel Hunger und nimmst du deine Gurken, ne? Wir haben richtig Gurken. Eine Gurken, sondern eine Salbe, so richtig deinen Bau fest gemacht, dann du führen keine Hunger und dann kann man weiterarbeiten. Ja, ich finde in Deutschland keine Krieg. Und dann die Leute leben ganz wunderbar. Ich bekomme Laube von meinen Eltern, meine Ur-Ur-Ur-Eltern zum Beispiel. Und meine Laube, ich habe immer gedacht, okay, dieses Leben manchmal schwierig, aber manchmal leicht. Aber das richtige Leben ist dahin, nachher, ne? Nachher, dann ich hoffe, diese meine große Hoffnung, dann hilft mir nicht um mein Leben. Ja, ich bin Katholik, ne? Ich glaube an Gott. Vì người không tự mình mà nói, nhưng người nghe gì thì nói vậy. Và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy. Vì người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà ban truyền cho các con. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Khen lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin. Ich heiße Ganda Zeltzer und ich bin verheiratet, habe keine Kinder. Ja, ich komme aus dem Libanon und ich bin hier seit fast 10 Jahren in Deutschland. Ja, ich bin Muslim, aber nicht so streng Menschen oder so. Ich mag kein Kopftuch wie die anderen. Aber ich bete. Guten Tag. Ja, mein Aufenthaltsstatus ist Duldung. Und das ist, habe ich einmal schon gesagt, das ist schlimm. Und das bedeutet, muss man in Cuxhaven leben und wohnen, dürfen wir nicht arbeiten. Die anderen, sie dürfen arbeiten, wir dürfen nicht arbeiten. Und das gefällt mir nicht. Und wenn man rausgehen möchte oder irgendwo nach Berlin fahren oder andere Bundesland, muss man eine Genehmigung von Ausländerbehörde haben. Das ist keine Freiheit. Und Duldung bedeutet auch, müssen wir zur Ausländerbehörde alle 2 Monate hingehen und unsere Duldung verlängern. Welche Größe hast du? Wie alt bist du? 6. 6 Jahre? Ja. 6 Jahre. Dann du hast 128, oder? Das ist gut. Doch. Das weiß ich ja. nicht.
Ich zeige dir, was ich habe. Magst du oder nicht? Im Libanon, wenn ich ohne Kinder eine Frau, oder nicht nur ich, alle Frauen, ohne Kinder, oder sie können keine Kinder haben, sie sind wie null. Sie mag mich. Wenn ich ein Kind habe, bin ich eine Frau. Nicht ich fühle mich. Die Leute denken das. Ich fühle mich mit dem Kind oder ohne Kind, ich bin eine Frau. Aber die Leute denken, oh, schade, sie hat kein Kind, dann sie ist keine Frau. Aber im Libanon, ich habe keine Kraft gehabt. Echt, ich habe viel geweint da. Das war unglaublich. Ich habe gebetet, bitte Gott, hilf mir, ich kann so nicht leben. Ich bin wie tot, toter Mensch. Und hier in Deutschland habe ich das Gefühl, ich lebe, trotz ich Duldung habe. Ali abiye denen Kemal bana yardım etti. Gut. Das ist gut. Bu iyi. Bu çok küçük. Elasman. Çok küçük. Bir tane büyük olsaydı. İki. Baktır oğlum. İki tane verdim ya. O olmasa. Ben onu unuttum. Evet. Eğer küçük olsa da onun üstüne mi? Ya, macht mir glücklich die Freiheit. Im Libanon habe ich das nicht gehabt. Bin ich verheiratet, zu Hause sitzen. Gehe ich raus und machen wir Einkaufen zusammen mit meinem Mann und so alles. Das ist super. Im Libanon nein, ich darf nicht Einkaufen machen. Mein Mann macht das alleine. Ganz anderes Leben. Und die Frauen hier, habe ich das bemerkt, sie haben mehr Rechte. Im Libanon, die Männer haben Recht. Die Frauen nicht. Hier in Deutschland fühle ich mich, ich bin ein Mensch. Ich kann was machen. Ich helfe die Leute. Weil ich nicht arbeiten darf, habe ich was anderes gefunden. Ich möchte gerne hier bleiben in Deutschland, weil ich finde mich hier. Und mein großer Wunsch, wenn ich meinen Aufenthalt kriege, hier bleibe. Das Leben ist ganz anders hier. Ich fühle mich zu Hause, in meiner Heimat. Und dann haben wir immer Angst, wenn sie irgendwann plötzlich kommen und dann uns abschieben. Das ist so schlimm, leben wir mit der Angst immer. Und können wir das nicht verändern? Bis jetzt haben wir schon versucht mit dem Anwalt und dann er arbeitet noch weiter. Wir kämpfen zusammen. Ja, mit der Caritas auch. Ich hoffe, es klappt. Seit 10 Jahren kämpfen wir. Die Gutscheine, ein Gutschein kostet 10 Euro. Dürfen wir keine Zigaretten kaufen, kein Alkohol kaufen, nur was Lebensmittel oder was für Waschen und Spülen und so, Waschmittel. Das. Und das ist so schlimm, wenn ich möchte nur für 5 Euro kaufe, dann ich kann nicht. Ich muss 10 Euro kaufen oder 9 Euro. Sie geben uns zurück 1 Euro für einen Gutschein.
Und das gefällt mir nicht, kein Geld. Und wir haben kein Konto, extra Konto, nur wegen Sozialamt hingehen und diese Gutscheine kriegen. Und Bargeld, wenig Bargeld. Zum Kotzen. Gutscheine mag ich nicht. Und schämen wir. Die Leute denken, wir möchten nicht arbeiten oder wir wollen nicht arbeiten. Oder wir sind dumme Leute, doof, Faulsack, ohne Arbeit, man ist gar nichts. Also, ich heiße Maria Dasunzang im Ganzen. Maria Dasunzang Santos das Neves. Ich bin in Portugal geboren, am 3.12.64. Also, ich bin noch relativ jung, wie man merkt. Und bin nach Cuxhaven gekommen mit 16, mit meinen Eltern damals. Und seitdem bin ich hier und lebe hier und fühle mich sehr wohl. Also, ich kann nicht sagen, dass ich schlecht in Deutschland aufgenommen wurde. Nein, ich wurde herzlich aufgenommen. Und entsprechend fühle ich mich auch hier sehr wohl, immer noch. Also, mein erster Wohnsitz war jeden Tag in Brunner Langstraße. Und da hatte ich, also die Hausbesitzer waren eine Portugiesin, eine Freundin von meinen Eltern. Und die haben drei Söhne und eine Tochter. Und der eine Sohn ist mein Alter, also so ungefähr ein Jahr älter als ich. Wir waren schnell befreundet. Und also ich bin im Februar nach Deutschland gekommen, war sehr kalt. War für mich grausam. Und er sagte zu mir, soll ich dir unseren Strand zeigen? Und ich habe gedacht, wow, in Altenbruch, hier gibt es Strand. Gerne. Dann sind wir von der Langstraße bis zum Strand gelaufen, wir beide. Und dann komme ich da an und ich war entsetzt. Ich war sowas von traurig. Ich habe gedacht, wo ist denn hier der Strand? Ja, wir sind. Das sind doch nur lauter Kühe und Schafe. Wo ist denn hier ein Strand? Das war mein erstes Erlebnis. Meine Schwester wurde größer, die kam im Kindergarten. Und bevor sie zur Schule kam, haben meine Eltern beschlossen, doch zurückzufahren. Und wollten mich natürlich mitnehmen. Ich war schon fast 18 und wollten mich mitnehmen. Aber ich habe gesagt, ich möchte gerne bleiben. Meine Lehre war noch nicht fertig. Ich möchte bleiben. Und das ist bei uns natürlich nicht möglich, weil solange ich nicht heirate, habe ich das zu tun, was meine Eltern zu sagen haben. Aber ich wollte ja heiraten. Den jungen Mann, den ich hier in Altenbruck kennengelernt habe, mein erster Freund, der mich zum Strand gebracht hat. Aber ja, und dann klappte aber nicht mit uns beide. Und kurz vor der Hochzeit habe ich abgesagt. Und meine Eltern hatten aber schon alles bereit, damit sie zurückfahren. Die waren am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil sie meinten, ich hätte denen eine Falle gestellt. Aber es war nicht Absicht. Also es war nicht Absicht, eine Falle. Nur ich habe zeitig festgestellt, das wäre nicht der Mann für mein Leben. Wenn ich zu Gott oder zu Maria singe, das ist, ich fühle mich, wie ob ich die tollste Stimme der Welt hätte. Dann ich singe für sie. Zum Beispiel, wir verehren Maria, Jesus Mama, Mutter. Ist für uns, wir verehren sie. Also es ist für uns eine Frau. Sie war eine Frau, sie war Mutter und Frau. Und wir glauben an sie ganz fest. Sie ist für uns ein Vorbild als Frau. Und jetzt im Oktober muss ein Freund von mir die Heilige runterholen, damit er dann ein paar Sachen neu schraubt, macht und tut. Und hat sie mir hingelegt in der Sakristei. Und dann musste ich auf ihn warten. Und das waren mittlerweile 2 Stunden, die ich auf ihn gewartet habe, alleine mit der Heilige auf diesem Tisch. Und ich habe sie geputzt und ein Tuch genommen. Und ich fühlte mich so wohl. Es war nur ein Stück Porzellan. Nichts wert für viele Leute. Man könnte sagen, es ist Müll. Für mich, ich war gerührt. Ich habe mit ihr zusammen gesungen. Ich habe da ganz viel mit ihr erzählt. Das ist mein Geheimnis natürlich. Aber ich war gerührt, sie so nah zu spüren. Für mich war es nicht ein Stück Porzellan. Für mich war sie da. Thank you.
mas se passia já. Beatriz já veio. Então das war aber kurz, Beatriz. Hallo Maria. Uma vez que me levaram, tudo mais e falou mais. Wenn wir uns treffen, wenn ich mit diesen Menschen in der Kirche spreche und manchmal denen ihre Probleme, ich meine, erzähle und sie ihre und wir hören uns gegen, das ist für uns ein Stückchen Heimat. Da sind wir für eine oder zwei Stunden Portugiesen zu Hause. Nicht nur bei Gott zu Hause, sondern bei uns, in unseren Herzen sind wir zu Hause. Weihnachten ist für uns eine Freude. Das ist Leben. Das ist eine Geburt. Das ist keine Trauer. Und die Portugiesen treffen sich meistens immer, also wenn die Familien in Cuxhaven haben zum Beispiel und die Familie ist mit 30 oder 40 Leute oder 10 oder 12, die versuchen zusammenzukommen an Heiligabend. Weil Heiligabend ist immer eine Geburt. Man feiert sie eben. Das ist ein Geburtstag. Und man feiert natürlich, wie man Geburtstag ihn feiert. Laut. Mit Musik, mit schönes Essen. Und da eine Bekannte von mir, die hat mich angerufen eigentlich Abend, weil die Nachbarin da wäre und die betrug, die Polizei zu holen, weil sie so laut waren, eigentlich Abend. Und dann bin ich hingegangen und dann habe ich mit der Nachbarin gesprochen und habe ich gesagt, was sie für ein Problem hat. Ja, ob wir nicht wüssten, dann die meine Bekannte, also die konnte kein Deutsch, das war ja das Problem, deswegen bin ich dazu gekommen. Und die Nachbarin sagte zu mir so ganz nett, ob ich nicht wusste, dass ich Heiligabend. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich, deswegen ist es auch so fröhlich. Wir haben Weihnachten, das ist eine Freude, Feier. Nein, sagt sie zu mir, Weihnachten ist Besinnlichkeit. Und da ich damals diesen Begriff nicht kannte, habe ich mir das erklären lassen. Da habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Ja, man isst schön und dann legt man sich zurück und dann macht man Bescherung. Und dann habe ich gesagt, wir haben aber gerade 8 Uhr abends. Ist schon schlafen? Muss man jetzt schon schlafen gehen? Ja, aber Weihnachten ist Besinnlichkeit. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, dieser Begriff gefällt mir nicht. Also wir Portugiesen, das ist für uns ein Geburtstag und wir feiern. Und meine Freundin, ihr, hat Kinder und der Weihnachtsmann kommt nicht zu uns, da kommt das Jesuskind immer persönlich. Wir sind ja, ne? Bei uns kommt das Jesuskind und wir feiern bis Mitternacht, weil das Jesuskind kommt erst nach Mitternacht. Also man geht Weihnachten nicht um 8 ins Bett oder man legt sich besinnlich zurück. Und dann habe ich gesagt, was halten Sie denn davon, wenn Sie reinkommen und mit uns feiern? Hat sie mich angeguckt und hat das Angebot angenommen. Und seitdem haben sie, ich glaube, 10 Jahre lang Weihnachten nur zusammen verbracht, weil sie sagte, wie die Portugiesen feiern, so gefällt es mir. Das ist Weihnachten. Wenn ich manchmal höre, dass eine Portugiesin oder ein, ich komme hier nicht klar, dann sage ich immer, halt, stopp, atme tief durch, such den Fehler zuerst an dir. Denn manchmal, wie ich komme, wie ich zu dir bin, so bist du zu mir. Vielleicht kommst du nicht richtig aus dir raus. Heißt nicht, dass es falsch ist, was du machst, aber manchmal solltest du dich vielleicht die Augen öffnen und anderen mal eben die Chance geben, dich kennenzulernen. Und wie ich immer so sagen mag, was ich schon mal gesagt habe, Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Also wenn wir die Menschen ansprechen, ob Türke oder Spanier oder Iran oder egal, wo sie herkommen, das spielt gar keine Rolle. Es ist der Mensch in erster Linie. Ich heiße Farida Said,
Ich komme aus Syrien, aus einer assyrischen orthodoxen Familie. Die Assyrer sind historisch bekannt als erste Volk, das das erste Imperium der Welt gegründet zu haben. Über 1000 Jahre haben sie ihre Herrschaft im Orient. Die Assyrer leben seit Jahrhunderten als kleine nationale christliche Minderheit, wie zum Beispiel Syrien, Libanon, Türkei, Jordanien und Palästina. Die Assyrer sprechen Aramäisch, die Sprache von Jesus Christi. Land. Ich bin seit ungefähr 11 Jahren hier in Deutschland mit meinen Kindern und Mann. Ich habe 3 Kinder. Also vom Beruf bin ich Englischlehrerin. Ich vermisse das Heimatland sehr viel. Ich vermisse meine Familie. Also das Leben in Syrien war sehr schön für mich. Eigentlich hatte ich damals viel gehabt. Mein Mann musste das Heimatland verlassen mit meinem Sohn wegen politischer Gründe. Und damals waren die Probleme so extrem. Ich wollte eigentlich nicht, aber was sollte ich machen? Ich musste meine Familie retten. Ich wollte nicht alleine mit meinen Zwillingen bleiben. Ich musste meine Familie retten. Mein Beruf, das heißt, mein Beruf war weg. 16 Jahre habe ich dort gearbeitet. Und ich wusste das, wenn ich nach Deutschland komme, meine Lizenzat oder meine Zertifikat ist nicht anerkannt ist. Man braucht viel Zeit, vielleicht findet man Probleme, vielleicht findet man keine Arbeit, alles neu. Willst du noch Wasser? Okay. Das ist dein Opa. Keine Ahnung, warum, ne? Warte einen Moment. Ja, mit dem Opa. Ja, die Tapete. Televisier dich ja noch was. Roma. Diese Feier Roma. Diese gut feiern. Einmal, ein Jahr, 2 Jahre, muss. Kein Mann vielleicht kommen, hat eine Feier. Mami,
Frau Arifi, wir machen ein Filmprojekt im Moment und möchten wir mit Ihnen oder mit ihr ein Interview machen. Ja, ich verstehe Sie sehr gut Deutsch. Ich rede. Kein Problem. Sam Jugoslawisch, ich rede, aber ich verstehe gut Deutsch. Bitte. Wie ist Ihr, siehst du, Ihr Aufenthaltsstatus hier? Ja, Duldung. Duldung? Ja, ich glaube, 4 Jahre bin ich in Deutschland. Ja. Ein Monat nicht mehr. Wie lange verlängst du das? Vielleicht ein Monat, keine Ahnung, wo wir die Duldung. Ja, guck. Ein Monat bin ich. Ja. Immer 3 Monate. 2 Monate, immer. Muss ich nur 1 Monat? Immer 1 Monat, du. Guck. Und was ist hier? Aussetzung der Abschiebung. Ja, Abschiebung. Also Abschiebung. Ja. Abschiebung, immer diese Abschiebung, diese mit dieser Dundung. Immer Abschiebung. 20 Jahre bin ich in Deutschland. Und was bedeutet Abschiebung für dich? Zurück vielleicht. Zurück, oder? Ja. Und keine Wohnung, keine gar nicht. Ich meine, Sohn ist weg, ich gucke CD. Oh, Bursche, boy. Aua. Aua. Diese CD, diese mein schicke mein Sohn in Montenegro. Also, Sie haben sie? Ja, diese Adresse. Guck, diese meine Liebe. Mein das Wohnung. Das Leben? Ja, diese. Das ist deine Wohnung? Ja. Auf der Straße? Diese Akbar, diese Kollege. Nachbarn oder so? Ja. Wie die da leben? Hm. Guck, diese Leute. Das ist, was ist keine das? Wasser. Was ist das? Ja, keine Wasser. Diese Baracke. Baracke, also? Ja. Diese Wohnung. Alle so viele Leute da bleiben. Alle Roma. Alle. Leben in ja, alle Roma. Aha. Und die Kinder auf der Straße? Ja, Straße, keine Essen. Und sie gehen in die Schule nicht? Nein, keine Geld. Diese muss in Schule, muss essen. Und keine Schule. Guck, mein Sohn da. Das ist Krieg in Jugoslawien, diese besser in Deutschland, diese alles Feuer da in Jugoslawien, diese mit Kinder, diese ich acht Kinder da, ich komme diese da, unser Krieg, Feuer, keine Wasser, keine Essen, keine Trinken, meine Wohnung alles kaputt, vielleicht so viele Jahre in Deutschland, keine Ahnung, diese Baracke, diese immer Feuer da, ich komme eins, diese kommt zurück. Keine Ahnung. Thank you.
warte mich nicht mehr, Mami. Mami, sonne noch bei dir. Du mir sagst hier, du Zani, du kichira, Video kichira, ko bane ko. Hallo. U sagst hier, bane ko. Mami, ja, so kippa kasa, so dir, pan, kippa kasa, manu da. Aber wir wollen doch gar nicht, ja, hier, die Dahl bakasa, die Otter bane. Ich heiße Pravina Kurasaini, ich komme aus Nepal. Ich wohne in Kathmandu, das ist die Hauptstadt von Nepal. So, bis jetzt bin ich 24 Jahre alt. Und seit 4,5 Jahren bin ich in Deutschland. So, bis 19 Jahre bin ich mit meiner Familie gewohnt. Und Deutschland ist mein erstes Reiseland, das ich meine Eltern verlassen hatte. Und den Tag kann ich nie vergessen. Das ist der 29. November 2007. Erstes Mal meine Eltern verlassen haben. Bei uns ist es so, dass die Eltern und die Kinder wohnen zusammen in einer Wohnung oder Haus. Und den erstes Mal, als ich gedacht habe, ohne Eltern im Ausland leben, war ganz anders. Unser mächtiger Gott heißt Shiva, er ist hier und genau, er ist auch aus Hinduismus und jeder Götter bei uns bedeutet so besonders. Zum Beispiel, er ist der Sohn von unserem mächtigen Gott Shiva, der heißt Ganesha und er bedeutet, dass wenn wir irgendwo nach reisen möchten oder meine neue Arbeit anfangen möchten, dann immer beten wir an ihm. Als ich meine Ausbildung bestanden hatte, hatte ich gedacht, ich könnte nicht sofort einkaufen gehen und dann habe ich zu Hause gesucht, hatte ich keine Banane oder keine Obst. Normalerweise tut man so Obst drauf. Und dann habe ich sofort gesehen, da war so 2 Pakete Schokolade und dann habe ich an ihm als Dankeschön so... Achso, das symbolisiert? Richtig. Danke. Er heißt Sai Baba, der kommt aus Indien und ich glaube an ihm besonders. Als ich Schwierigkeiten hatte in Deutschland, hatte ich immer an ihm gedacht und die Probleme waren einfach so... erlöst sozusagen. Der meine Lehrer hat gesagt, dass du kannst als Opiumärztin nach Ausland gehen oder Europa gehen, hat er gesagt. Ja, erstmal Deutsch gelernt, aber wo soll ich hingehen? Er hat mich angeboten, Dänemark, Deutschland oder Österreich, hat er die 3 Länder gesagt. Und ich weiß es nicht. Einfach, ich habe Deutschland gewählt. Und ich war so neugierig über den Land und Kultur und Religion und den Menschen. Als ich meine Deutsch angefangen hatte, habe ich immer neugierig, was kommt danach, was kommt danach. Als ich entschieden habe, dass ich nach Deutschland komme, dann meine Eltern haben erstes Mal kaum geglaubt. Die hatten gesagt, dass ich bin noch klein und wie kann sie das machen und Mama hat sie denn große Sorgen gemacht, aber ich habe immer gezeigt, dass ich bin stärker und ich kann das machen. Als ich nach Deutschland angekommen, hatte ich erstmal die sprachlichen Probleme gehabt. So, ich konnte nicht richtig Deutsch sprechen und zum Beispiel, ich konnte auch nicht die Menschen verstehen, zum Beispiel, wie die Menschen mit ihrer Mentalität sind. Mit den Kindern hatte ich immer Spaß gemacht, aber so viele, 4 Monate, glaube ich, 4 Monate habe ich immer Spaß gemacht. So als mit den Kindern so fröhlich und danach kam der Heimweh. Jetzt bin ich ausgelernt, Hotelfachfrau in meinem Betrieb. So, mein Betrieb ist auch näher von meiner Wohnung und ich fühle mich sehr wohl als früher. In Deutschland, so, ich kenne jeden Menschen hier, die so freundlich zu mir sind und nett zu mir und ja.
gestorben ist und es geschafft ist zu kommen. Ja. Nein. Schon erwartet. Ja, das ist ja schön, dass du so schnell kommen konntest. Du hast mich ja angerufen. Was hast du denn heute mitgebracht? Habe ich einen Brief mitgebracht. Was ist denn da jetzt wieder gefragt? Das betrifft nochmal wieder deinen Unfall. Mhm. Ich glaube, irgendwie habe ich da irgendwie auch schon einen Fax bekommen. Also dann ja. Ja. Das in der letzten Woche, glaube ich, habe ich da schon einen Fax bekommen. Und zwar geht es da nochmal darum und steht hier jetzt auch nochmal drin, dass für die Versicherung braucht er jetzt nochmal neue Gutachten von deinen Ärzten, also zu denen du irgendwie in der letzten Zeit irgendwie gegangen bist, auch nochmal wegen deines Unfalles. Als ich Ganda kennengelernt habe, da war Ganda aktiv. Ja. Ganda war ständig unterwegs, auf ihrem Fahrrad unterwegs, sie war hier bei uns aktiv. Ja, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren. Und ich bin immer müde, schlafe ich viel. Ich bin faul. Du bist ja nicht für verantwortlich. Das ist einmal der Unfall und dann ist wieder die Situation, dass ich sehe, na, du darfst ja, oder ihr dürft nicht arbeiten, du darfst ja, nicht das arbeiten. Ja, das ist schlimm auch. Das macht alles kaputt. Ja, mein Wunsch, ich möchte gerne wieder arbeiten und gesund werden und mein Aufenthalt in Ordnung kriege ich und keine Duldung mehr. Und ja, mein Leben wieder ordentlich wird. Mein Arbeitstitel ist Integrationsberaterin. Integration irgendwie nicht im Sinne von Behinderten, sondern von Migration. Also ich denke, vorrangig kommen Sie hierher, zu mir zumindest, weil Ihr Aufenthaltsstatus, in dem Sie sich befinden, irgendwie sehr, sehr unsicher ist irgendwie. Oft sind es Menschen, die schon sehr, sehr lange hier bei uns leben und nach wie vor, ja, wie auch in der Öffentlichkeit bekannt ist, irgendwie sie werden geduldet. Nicht erst seit gestern, sondern meist auch schon 10 Jahre, manchmal länger, manchmal etwas weniger, aber irgendwie ständig irgendwie mit der Situation konfrontiert sind, ja, ich kann abgeschoben werden, ich kann zurückgeschoben werden. Ganda, finde ich, ist als junge Frau zu uns gekommen, in einem Alter, wo man hätte hier eigentlich noch sehr, sehr viel anpacken können. Und da stellt sich mir natürlich die Frage. Ne? Und ich bin da manchmal, irgendwie merke ich auch in meiner Arbeit, auch wütend darüber. Also wir brauchen Menschen, wir brauchen junge Menschen. Ganda ist gekommen, da war sie jung. Warum gibt man den Menschen, wenn sie hierher zu uns kommen, nicht die Möglichkeit, egal mit was für, also egal in was für einer Situation sie sich in dem Moment dann gerade befinden, ob im Asylverfahren oder als Familiennachzug, sondern mir kommt es drauf an, jemand kommt hierher, ist dann auch noch mit ganz, ganz viel Euphorie hier und kommt zu uns. Warum hat nicht so jemand gleich die Möglichkeit, einen Deutschkurs zu bekommen, zum Beispiel? Schnelle Integration durch Sprache. Sprache ist die Brücke für so vieles. Ne? Aber auch für die Behörden. Ich denke, Ganda wäre durchaus auch in der Lage gewesen, hier eine Ausbildung zu machen. Mittlerweile sind 10 Jahre verstrichen, sie ist jetzt fast 40. Ihre Chancen werden immer geringer und Ganda kämpft immer noch. Und da ist Ganda kein Einzelfall. Es gibt unheimlich viele Frauen, die zu mir kommen, teilweise auch traumatisierte Frauen, die ja eigentlich auch nicht genesen können, weil oft irgendwie an ihrem Aufenthaltsstatus auch ihre psychische Erkrankung hängt. Das ist das, wo ich sage, warum werden ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt? Warum sagt man nicht irgendwie, du bist jetzt so und so viele Jahre hier, du darfst hier bleiben? Ich denke, was mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen sind, das sind auch die Kinder, die hier aufwachsen, ne? die hier zur Schule gehen, die zum Kindergarten hier gehen, die hier aufwachsen und sich wie Deutsche fühlen, ne? Wo ich das Gefühl habe, ja, oder die das Gefühl haben, ja, warum, ne, muss ich hier weg? Hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause. Die haben überhaupt gar kein Verständnis dafür. Und ich sehe auch immer, da lässt man Menschen ziehen oder man lässt sie hier nicht heranwachsen, die eigentlich auch mit unserer Zukunft wären.
Ich habe das Filmprojekt irgendwie Zwischenwelten initiiert, weil es mir wichtig ist, irgendwie, dass die Menschen sich begegnen, endlich begegnen, nicht nur aneinander oder nebeneinander herlaufen, sondern dass Begegnung stattfindet. Ja, und ich denke, dass irgendwie innerhalb meiner Beratung so viele spannende und interessante und starke Frauen irgendwie sind, dass ich einfach das Gefühl habe, ja, das sollte man der Öffentlichkeit durch einen Film einmal präsentieren. Mein Name ist Fatme Yahab. Ich bin in Beirut geboren. Als ich 6 Jahre alt war, sind meine Eltern mit uns 9 Kindern nach Deutschland gereist. Sie flohen mit uns vor dem Bürgerkrieg. Ich weiß noch, als wir am Flughafen ankamen, war mir bitterkalt. Ich hatte nur so ein ganz dünnes Kleid an und meine Mutter gab mir dann was zum Überziehen. Mittlerweile bin ich verheiratet und habe 3 Kinder. Hallo. 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 Hallo, komm rein. Na, du Kleine. Hallo, hallo. Ja, komm bitte rein. Genau. Da links. Also das war eigentlich mit 18, da war ich genau 18 Jahre alt und ich konnte auch nicht mehr. Das ging absolut für mich nicht weiter. Ich konnte weder diskutieren darüber, über das Thema, ich bin anders, ich möchte ein Stück, ich fühle mich mehr deutsch, sage ich jetzt einfach mal. Habe ich eigentlich den großen Schritt gewagt und habe gesagt, ich gehe einfach. Ich kann es körperlich und psychisch nicht mehr. Dieser Druck, dieses Durcheinander einfach und habe dann für mich einfach den Weg gewählt, aus der Familie rauszugehen. So, und habe es dies halt mit 18 Jahren getan und bin in eine fremde Stadt gegangen, wo ich auch wirklich niemanden konnte und habe gehofft, dass ich da mein Leben starten kann, mich selbst finden kann und nicht mehr unter diesem gewaltigen Druck jeden was zurecht zu machen. Ja, ich bin dann damals nach Hamburg gegangen und das war, es war schön. Es war ein Teil schön, aber auch sehr schmerzhaft, weil ich dies doch nicht kannte allein. Hatte ganz starke, also ganz stark, dass ich meine Mutter vermisst habe, ganz extrem und habe da halt 3 Jahre gelebt. Habe versucht, was aus meinem Leben herzustellen, habe meine Schule besucht, sie auch zu Ende gemacht, was ich nicht durfte und habe ein Stück gelebt, sag ich einfach mal. Daraufhin erfuhr ich kurze Zeit später, dass meine Mama halt sehr krank geworden ist und habe mich dann wieder nach Hause begeben und habe gehofft, auch ein Stück da was verändert zu haben, dass sie mich ein Stück verstehen. Und auch selber wissen, so geht's nicht. Als ich dann leider wiederkam, war es dann nicht so. Es wurde eher schlimmer. Es war wirklich dann für mich eigentlich noch extremer. Nichts hatte sich geändert. Ich wurde eher dann schlechter angesehen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Also ich litt da auch drunter, weil also viele Sachen, auch die normal waren, eigentlich weggestrichen wurden, sprich mal alleine einkaufen war untersagt, das ging gar nicht mehr. Also es ging gar nicht, da musste ständig, wurde ich begleitet und ich fand das schrecklich. Ich fühlte mich wirklich wortwörtlich wie ein Tier, das in einen Käfig wieder eingesperrt wird, ein wildes Tier. Und dann habe ich komplett für mich beschlossen, okay, das hat es eigentlich nur noch bestätigt für mich. Mhm. Es geht nicht, es gilt halt leider nicht und da muss ich halt wirklich komplett gehen und diesmal komme ich dann nicht wieder. Ich bin dann damals, bin ich ins Frauenhaus gegangen. Das war deren Wunsch, also sie wollten keinen Kontakt mehr zu mir haben, seitdem ich halt auch einen deutschen Mann geheiratet habe und wollten sie es nicht. Also wir haben einmal noch telefoniert und da war es halt deren Bitte, wir möchten mit dir nicht mehr reden, wir möchten mit dir auch nichts zu tun haben und gut, ich letztendlich muss ich damit halt irgendwie klarkommen. Es ist schwer, es ist natürlich super schwer. Ich habe sie alle furchtbar lieb und wünsche denen auch alles Gute, aber ich muss es so akzeptieren.
Die Musik habe ich auch ein Stück meiner Mutter, finde ich, zu verdanken. Ich war immer begeistert, wenn ich in die Küche kam und meine Mutter war am Kochen und nicht, also wirklich in Mengen am Kochen, so wie das halt in der Mentalität auch ist, ganz viele verschiedene Sachen. Und sie sang dabei, das war so herrlich. Das war einfach eine Stimme, die dir eigentlich Geschichten erzählt. Ne? Das war nicht nur die Wörter einfach, die sie da singt von irgendeiner Sängerin aus dem Libanon. Das war dieses Gefühl, diese Leidenschaft in dieser Stimme. Ja, Rabbi Subhanak. Ja, 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 Rab. Ad'uk, ja, Sama'a du'aya. Ja, Alim. Ja, Alim. Fi kulli nihaya. أدعوك يا سماع دعايا. مك شغلت هذا مك سايمت جاكيت لماني بجاكيت أنا لشاني هاي والله قيم كبعت ميسالت لشان ميساليونو ايه وقورو يقولو شلي اها ايه كايس وهرك وصفو درك يقورو يو لازم شغلة وانو شاحين ايه شافيرو يو شافيرو هذا اوكي هاني يقور ميني عدو اثت حافم سورية هات كي بخ تشيكا مشغلات لان اي دربو يو تشيكا وضع طامو بسورية ومق ما حيست هاوي لي هاني حمشه سر يومي عسر يومي هركي إيه بس يمويو بس لبينا على النعيمة إذا طامو وشيك زحثو يغلبي وبعمق سيمينا مجبرينا وأي دربك حوزة تعدو إنا قد كتوخ طامو وهات هركيك شمعة أخبراني وأخباراني أي دربك حوزة مقهرون غلبي عدو لم جغلتك وإجامعة صخر الله إيه هاتي بعمكيت وطري لنا بوتيذن كل طامو إيه من كيتش ما دحرين إيه من حرين وهانو يو كبعنا مشاكل الطام إيه مشاكل نيكولا مشاكل دو حربانو دو قتلانو كل قتلي كبعت أنو شي أي دربو يعني كتشكات ونو كبعت نفقي ولا كبعت فيشي والله هني كبعيد نفقي دوثي من أي كي قدري نفقي دوثن ودلو قدري مسيمي زحتو يا علي و أي دربو عايشي طامو مكلوشتو والله مكلوشتو يعني كيتو بس غلا يغلبي طيمو ودمت لابس يعني من دبعت كيتو بس غلا يغلبي طيمو يوميدي لقموافع مي شغلو ليتو الدكاني كل صخرني صغيرة معصرية هاتي كيت فقر هاوي غلبي وفقر غلبي هاوي يعمي فقر عمان الشعبان وديذا انغلبي هاوي وبحلب وبيتايدي إذا شغلوا وبيتايدي بحلب كل تريلان وما حط لنو شبوي مشغلي عليه مش كرادو وخما حط لن بني يمين اللي شندلو دوتي غير من أي فتحيلي وهاني جيران ديذا نوي نوشي تشيكي هنو وي ما حطي لن ايها وخب بويتو كمت منكم لا تت مبسوطة أنه دائما أنه تهكي وكل فكرة طامة بس ليبي على كتشك الطامة وعلى النعيمة الثي غلبة إيه أثيون اللركة بس لت مبسوطة ليبي لفي ليك منو ياروه ما هنسي دوثن بلكي ما خلصي تشيك وكمت مخا قد فيشو يمسل يا رختو أو خطامة والله أخا كمي فيشو بالفيشو أي دربو قدوي كلها كم طول كاوي لاني ترتشني إيه من حرينا
Park na consegue dormir e magueres sonhar na tasmio apetite para tentar o provar a chuva chover até adormecer temo que enlouqueças o que já louca estejas temo que não vais optar pelo que seja melhor mas o que é o melhor como podias saber falta um som para pensar não queres lembrar a chuva chuva até adormecer tarara perfuram a tua insônia perdeste o tom de sonhar e mal queres lembrar-se os trovões perturbam o ato de esquecer-se as chuvas vão terminar o sassei por ti a chuva chora até adormecer